Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays unter dem neuen Let's Test angespielt zu Out of Space. Ich habe gerade vom Publisher Behold Studios einen Key bekommen und wollte mir jetzt direkt das Tutorial mal angucken. Es scheint auch ein Koop-Game zu sein und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Ich weiß nur, dass es irgendwie geht, um irgendwie hier in ein Haus einzuziehen und das vor Aliens zu verteidigen. Und ja, schauen wir es uns einfach mal an. Es ist noch im Early Access, in der Alpha-Version. Aber das muss ja nichts heißen. Hallo mein Schatz, ich bin's, deine Mutter. Bist du schon angekommen? Mit der A-Taste auf dem Hebel kannst du meine Eddy-Tür öffnen. Ich führe dich durch deine neue Wohnung. Also gut, greife die Batterie mit der A-Taste und lege sie in den Energiekern. Solange die Kerne mit Batterien versorgt sind, kannst du alle Geräte nutzen, die mit einer Steckdose verbunden sind. Batterie energetisiert den Raum oder gibt Guthaben im Laden. Öffne die Kiste und installiere das Gerät mit der X-Taste. Denk dran, dass einige Geräte funktionstüchtige Steckdosen brauchen, um zu laufen. Die nächste Tür wirkt ein wenig schmutzig. Greife den mit Wasser gefüllten Eimer mit der X-Taste und setze ihn ein, um sauber zu machen. Im Anschluss solltest du die Tür öffnen. Ach, das ist ein Eimer, habe ich gar nicht gesehen. Fülle den Eimer mit Wasser, säubert alles, schmilzt auch Eier. Hinter dieser Tür habe ich dir einen Mob hingestellt. Greife ihn und wische den Schmutz mit der X-Taste auf. Achte dabei darauf, die Batterien in den Energiekern zu legen. Der letzte Bewohner hat diese Steckdose nicht benutzt. Nimm das Sofa auseinander, indem du die B-Taste daneben hältst, um ein paar freie Steckdosen zu haben und etwas anderes bauen zu können. Baue deinen Kürbisgarten an dieser Steckdose. Ich will nicht, dass mein Kind hungern muss. Warte, bis der Kürbis gewachsen ist. Greife ihn und iss ihn mit der X-Taste. Lecker, oder? Jetzt musst du sauber machen und die nächste Tür öffnen. Achte dabei immer auf mögliche Gefahren. Ach so, dann muss er noch vollgehen. So, aber ich bin noch nicht ganz satt. Oha, ein Alien. Es mag zwar harmlos wirken, aber sein schmutziger Glibber ist äußerst gefährlich. Während du das Zimmer sauber machst, trifft das Alien mit deinem Mob. Greife das Alien an, solange es harmlos ist und recycle es. Wie greife ich es denn an? Ah, okay. Und da vorne ist das Recycling-Ding. Okay. Falls das letzte Zimmer noch schmutzig ist, mach mit dem Saubermachen weiter. Bau den Sessel wieder auf und gönn dir dann ein wenig Ruhe. Mit der A-Taste daneben wirkst du nämlich etwas müde. Alien geschreddert. Ist ja witzig. Plus 3 unten rechts bei Geld bekommen. So, das Zimmer wirkt noch ein bisschen dreckig. Recycle es für Geld. Tue deinen Teil. Sechs gibt mir eine Kiste.
Die Tür geht automatisch zu, weil wahrscheinlich kein Strom in dem Raum ist. Wieder 6, okay. Okay, dann esse ich doch noch schnell was. Ich glaube, der braucht Wasser. Sieht sehr bequem aus. Solange du dich ausruhst, solltest du dir mal den Shop ansehen. Drücke die Y-Taste, um ihn aufzurufen. Kaufe eine Batterie, damit du das letzte Zimmer in deiner Wohnung mit Energie versorgen kannst. Batterie ist schon ausgewählt. 30. Sie sollte in Kürze eintreffen, mein Kind. Keine Eile. Da links ist so ein Shop. Transportsymbol. Denk dran, das letzte Zimmer mit Energie zu versorgen. Bist du mein Ein und Alles? Bis bald. Da sind doch aber zwei Steckdosenplätze. Achso, nee, es gibt zwei Steckdosenplätze, aber einen Batteriebereich. Spielzeit 6 Minuten, verbleibendes Geld 21, Zimmer gereinigt. Spielerzahl, drücke Eingabe, um vorzufahren. Okay. Zufallsgeneriertes Schiff, ha. Jetzt kann dein Erwachsenenleben beginnen. Jedes Mal, wenn du eine neue Partie erstellst, taucht ein komplett neues zufallsgeneriertes Schiff auf, das als dein Zuhause wird. Aha, starte das Spiel. Mitbewohner-Online-Partie. Spiele 3 Partien, gewinne eine Partie in einem kleinen Schiff. Okay, starten konnte ich vorher gar nicht, musste das Tutorial sogar machen. Schiffsgröße small. Bis zu 4 Leute können dabei sein. Habe ich denn irgendjemanden, der das hat? Sind das alle? Das sind doch bestimmt nur alle in meiner Liste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle das Spiel gekauft haben. Spieler, wobei, nee, wir machen mal den ersten, machen wir mal alleine. Charakter, ich bin der Hund. Spiel an Leitu. Nimm dir zwischendurch eine Auszeit, andernfalls schläfst du ein. Essen und füttern. Du kannst dein Essen noch mit deinen Freunden teilen, wenn sie hungrig sind. Vermeide auf Schleim zu treten. Wasser entfernt. Schmiere, Dusche, bricht Kokon. Aha. Säubere und gebe jedem Zimmer Energie zum Gewinnen. Hab Spaß. Okay, los geht's. Das ist der Recycler. Das ist der Kürbisgarten. Okay. So, es kam gerade eine neue Kiste an. Brauchte der Recycler vorhin Strom? Ich denke mal ja. Ein Hund. Kommt mit einem Hund. Okay, aber ein Hund braucht eigentlich keinen Strom. So, aber der Kürbisgarten braucht Strom. Und das nehme ich mir mal mit. Halt, brauche ich sogar gleich bei der Tür. Okay, der Raum ist fertig. Ich bin jetzt schon müde. Wie kann ich jetzt schon müde sein? Ich habe doch noch gar nichts richtig gemacht.
Und ich habe keinen Sessel. Aber vielleicht ist in dieser Kiste ein Sessel. Beleuchtung. Okay. So. Ich bin müde. Aber ich kann eigentlich nichts machen gerade. Kann nur in den nächsten Raum gehen. Da ist zwar noch eine Kiste. Nicht eine Kiste, Geld. Okay, dann holen wir uns mal einen Sessel schnell. Ich kann mir keinen Sessel kaufen. Doch, da, für 10. Schade, dass man nicht den Unterschied sieht. Aber hole ich mir erstmal einen günstigen. Okay, dieser Raum hat definitiv keinen Platz für... ...eine Stromquelle. Aber vielleicht soll das jetzt einfach mein Schlafquartier werden. So, bevor ich schlafe, nehme ich noch das schnell mit. Ah. Ich hoffe, den Sessel habe ich mir jetzt nicht umsonst gekauft. Dass ich im nächsten Raum einen kriege, aber gerade war ich schon rot beim Schlaf. Wie, das sind Augen. Der Hund hat den paralysiert. Praktischer kleiner Hund. So, aber der Raum nervt. Hier muss unbedingt eine Energiequelle gleich her. Der wollte gerade aufwachen. So. Energie einmal. Oh nein, der ist durchgebrochen. Mehrere. Und mein Mob ist drüben. Da komme ich jetzt gerade eigentlich auch gar nicht ran. Der Hund schläft. Mist, und da ist... Oh nein, die breiten sich aus. Wir haben sogar meinen schönen Mob. Meinen schönen Sessel dreckig gemacht. Also hieß die Anzahl der Augen vielleicht, wie viele Gegner dort hinter warten. Ich bin dreckig, wahrscheinlich müsste ich duschen. So, erstmal die Gegner beseitigen. Dann sollte ich auch mal schlafen. Und der Hund braucht, glaube ich, auch Essen.
Habe ich beides kaputt gemacht. So, damit kann ich mir die nächste Energiequelle gleich holen. Hab ein bisschen was anderes erwartet bei dem Spiel, nicht, dass ich es sauber machen muss. Ich dachte ja, es ist eine andere Art Survival Game. Aber bisher ist es ganz nett. So, jetzt muss ich unbedingt mal schlafen. Ich habe leider keine Dusche. Ich bin super übermüdet. Ich frage mich, wenn ich in diesem stinkenden Zustand schlafe, ob ich dann... den Sessel auch stinkig mache. Sieht aber bisher nicht danach aus. So, dann... wollen wir mal die anderen Räume erhellen und ich glaube, ich könnte mir schon mal eine Energiequelle besorgen. Beides mitnehmen, sehr gut. Von Aliens schreddern ist auch ein bisschen barbarisch. So. Ich dachte erst, diesen Räumen ist... oh nein. Im anderen Zimmer drüben wahrscheinlich. So, aber jetzt bleibt die Tür offen, das ist schon mal gut. Und ich habe Hunger. Sehr effizient. Da kommen Gegner, glaube ich. Was haben wir hier? Ein Waschbecken. Das sieht doch gut aus. Noch ein Waschbecken. Ha, für den Eimer, sehr gut. Das spart ein bisschen Lauferei. Ich habe auch Hunger und ich bin müde. Ich bin auch gerade ganz schön langsam deswegen. So, zwei Gegner, dann habe ich die nächste Energiequelle. Das mache ich noch, bevor ich wieder schlafen gehe. Nein. Oh nein, jetzt ist er zu müde. Ich kann nicht aufwachen. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis er fertig ist.
Ah, noch eine Couch. Ah, die Couch steht ein bisschen im Weg. So, hatte ich nicht eben schon 26? Ich dachte, jetzt müsste ich Dings haben. Ich brauche mindestens zwei Energiequellen. So, eine kann ich mir jetzt gleich holen. Ah, die geben manchmal auch nur drei. Warum denn das? Ich dachte, drei haben mir die hier immer gegeben. Die Beutel und sechs die Gegner. Ach nee, es war andersrum. So, dann sollte ich also mehr Beutel sammeln. Weil den einen Gegner da hinten sollte ich wenigstens noch weghauen, sonst wird er mich gleich wieder ärgern. Zweiter Eimer wären sich auch nicht. Zu zweit stelle ich mir das eigentlich viel einfacher vor. So, einen Raum und da kommen schon wieder diese Dinger durch. Und Hundi hat Hunger. So, eh die durchbrechen, mache ich jetzt erstmal so. Und hier erstmal schnell noch sauber. In der Hoffnung, da ist schon wieder ein Ei wahrscheinlich. So, ich will den einen Raum hier wenigstens fertig haben. Ja. Und dann mache ich wieder Geld und hole da hinten schnell das Essen. Das ist einfach eine rote Couch. Ich dachte, rot hieß einfach nur, dass sie im Weg steht. Drei Gegner, vier Gegner. Ein Bücherregal, was würde ich denn damit? So, ich habe schon wieder Hunger und bin schon wieder müde. So, aber noch eins und ich kann mir eine Energiequelle wiederholen. Schade, passt nicht durch. Und da wird die Tür wieder durchbrochen.
komme. So, gleich noch was essen. Die Tür wird gleich wieder durchbrochen. Ah, cool. Habe ich mir fast gedacht. Da ist schon wieder eine Kiste. Habe ich die nicht genommen? Das ist das Bücherregal. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Dekorative Pflanze. So, erstmal müssen die Gegner hier weg. Was ist eigentlich mein Mob? Ach da. Ich sollte unbedingt ein kleines Päuschen machen. Dann schläft er nämlich gleich wieder Licht. So, das, dann ein Eimer Wasser und dann Geld sammeln für die letzte Batterie. Die Steuerung ist manchmal noch ein bisschen hakelig, vor allem wenn ich irgendwo durch will. So, damit ist eigentlich alles sauber. Jetzt brauche ich nur noch Geld, um die letzte Batterie zu kaufen. So, in der Zwischenzeit kann ich hier das Zeug ansammeln. Nur eins geschafft in der Zwischenzeit. Ich frage mich, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt noch das restliche Geld einsammle oder gleich die Batterie reinstecke. Da sind jetzt noch 4, 5 Stück.
Bachelor Apartment. Verbleibendes Geld 8. Zimmer gereinigt 6. Spielanzahl. Okay, Einzelgänger Stadt, ein Solospiel. Waschbecken freigeschaltet. Diese Wasserkelle kannst du überall bauen. Sie ist ein wichtiger Checkpoint, denn so musst du nicht mehr erst zum Eingang gehen, um den Eimer aufzufüllen. Aha. Huch, aus dir Hund, eine Kiste mit deinem Hund. Falls die Entwickler genug Zeit hatten, kann sich sogar die Farbe des Fells unterscheiden. Wird der Hund fleißig gefüttert, macht er im Schiff Jagd auf Aliens. Spiele 3 Partien, dann kriege ich nochmal was. Baue Möbelstücke, recycle Gegenstände. Okay. So, wir sind über 30 Minuten, machen wir erstmal eine Pause.